ich hatte ja jetzt persönlich erwartet, dass jetzt eine Frau hier sitzen würde. Sie denken in Geschlechtern, ne? Das ist schlecht. Sonst würde es ja Geguta heißen. Deshaun Schmidt. Schmidt. Deshaun Schmidt ist mein Name. Deshaun Schmidt. Deshaun Schmidt. Deshaun Schmidt. Darf ich Deshaun sagen? Deshaun Schmidt. Ah, Deshaun Schmidt. Er gilt. Sie überspielen ihre Unsicherheit mit Humor. Ja. Und zwar seit sie Kind sind. Sie haben nie wirklich reingepasst. Sie waren immer der Außenseiter. Deswegen haben sie versucht, über Humor ihre wesentlich talentierteren und größeren, weil körperlich reiferen Mitschüler zu beeindrucken. Bis zum heutigen Tage machen sie das sehr interessant. Ich wurde in der Schule auch schon ein bisschen gehänselt und gegretelt. Oh, der Flug war gut. Ich habe einige Wartungsarbeiten erledigt während des Flugs. Die Klimaanlage war defekt, habe ich repariert. Antrieb war defekt, habe ich repariert. Motor war defekt, habe ich repariert. Düse war defekt, habe ich repariert. Einige Sitze waren die Rückstellfunktion deaktiviert, habe ich repariert, aktiviert. Meine Bestrebung ist es, Fälle zu lösen, meinen Intellekt zu stimulieren. Wissen Sie, was ich mache, wenn mein Intellekt nicht stimuliert wird? Ich rauche Pfeife. Ja, ich mache das schon sehr lange. Es ist aber auch, ich bin da auch spezialisiert, ne? Ich war auch der Erste, der das gemacht hat. Mhm. Also Sie sind der beste Hausmeister. Ja, das war ein Kampf in einem Raum mit Besen. Mit Baseballschlägern? Besen. Basie. No, also Besen, where the broom? Broom, broom, broom. Ah ja, yeah. Broom, ja. Wir haben uns gegenseitig getötet. Und ich war der Einzige, der lebte. Aber einer andere lebte noch. Aber ich habe ihn getötet. Sie sind halb Ire, richtig? Das ist richtig, ja. Sie sind halb Ire, halb Deutscher. Sie fühlen sich nirgendwo richtig zu Hause. Sie sind immer ein Grenzgänger. In Irland sind Sie der Deutsche, in Deutschland sind Sie der Ire. Belastet Sie das? Nicht wirklich. In der Schule habe ich einem Kind die Zähne ausgeschlagen. Und dann habe ich die aufgesammelt als Trophäe. Und dann kam einmal so ein Typ und hat gesagt, die kaufe ich dir ab für 2 Mark. Dann das waren dann auch schon Mark? Oder also ich denke mal, das muss ja jetzt also richtig lange her sein. Das war der Mark. Ich hab dem Mark die Fresse eingeschlagen. Ah, okay. Da passt nur so viel Freude rein, wie sie da Wasser in einen Eimer. Mhm. Und wenn sie voll sind, voller Freude von sich selbst, sie können nicht Freude an andere Leute. Ah. Sie können das nicht einfach an andere Leute mit Freude noch verteilen, wenn sie auch nichts mehr haben. Sie haben Brotkrümel auf der Schulter. Sie hatten es heute Morgen sehr eilig. Sie sind zu spät aufgestanden, haben Angst gehabt, dass sie zu spät zur Arbeit kommen. Sie essen Weißbrot wie die Engländer. Sie sind aber Ire. Ist das eine Form von Unterwerfung kulturell? Warum essen Sie in Deutschland, dem Schwarzbrotland, nach wie vor Toastbrot in Weiß? Ja, ich bin bei Social Media, bei Facebook. Da habe ich ein Profil. Lilifee. Lilifee, ja. Ja, die mag ich nicht. Die ist eine eitle, narzisstische Schlampe. Was die immer für Profilbilder hochlädt. Ist so. Bitch. Alles repariert, was kaputt gegangen ist. Und die Tiere habe ich gefüttert. Tiere? Ja. Zwischen dem 42. Stock, ja, und dem 46. Stock, ja, in Trump Tower, ja, wohnt eine Giraffe für sein Haar. Aus was genau besteht sein Haar? Ja, ich würde sagen zu 98% aus Giraffenurin. Ich denke schneller, als sie laufen können. Und sie können sehr langsam laufen, weshalb das auch relativ einfach ist. Jeder kann vermutlich schneller denken, als sie laufen. Wer sind Sie jetzt gerade in diesem Moment? Ich bin Fee. Armin Fee. Donald Trump leidete früh an kreisrunden Haarausfall. Haarausfall. HSV. Ja. And he leidet früh an HSV. And übrigens, so in Deutschland leiden auch sehr viele unter HSV. An HSV, yeah. Soll ich langsamer sprechen für Sie? Das ist jetzt gerade noch in Ordnung. Arbeiten Sie bitte daran, dass Sie mich nicht langweilen, sonst muss ich rauchen oder Morphium nehmen. Gucken Sie, ist doch eigentlich ganz einfach. Wir Feen sind magische Wesen. Ja? Wir brauchen die Magie von den Kinderzähnen für unsere Kraft. Wir brauchen das Geld, um an die Zähne zu kommen. Also verkaufen wir unseren Körper. Deswegen das Outfit. Ja? Damit die Leute sie gerne bumsen wollen. Gedankenkontrolle. Sie wollen bumsen. Also Sie finden ja auch als Hausmeister, es ist schwer.
einen Job zu finden als Hausmeister. Ja. Jetzt ist ihr dir. Oh, I'm sorry. That was just. Also haben Sie eine Sekunde I was thinking about. Ja, da müssen Sie aufpassen, ja, ne? Also wenn das vor Trump passiert, also das kann natürlich. It's really. I'm very afraid that he's gonna build a wall around me. Und Sie stellen mir trotzdem die Frage, ob ich auf Morphium Fälle gelöst habe. Ich habe, wenn ich Morphium genommen habe, auf Fällen gedöst. Das habe ich mal gemacht. Was war denn Ihr größter Fehler? Pirat. Von einem Freund. Von einem Freund? Hm? Fethien Gadet. Steven Fethien war das. Nee, das ist eine andere Geschichte. Nee, von Fethien Gadet. Er hat Donald Trump mit viele Kinder. Jemand, der viele Kinder hat, ist kinderlieb. Jemand, der kinderlieb ist, ist lieb. Und jemand, der lieb ist, kann nicht böse sein. Und unter anderem war da in Großbuchstaben geschrieben, auf keinen Fall darf Watson mitkommen. Können Sie da erklären, warum Sie da so eine, also Ihnen das so wichtig war? Sehen Sie das Scheinwerferlicht? Ja. Haben Sie das Gefühl, da passt noch jemand rein? Ja, eigentlich schon. Ja, stimmt. Ja gut, dann hätte ich ihn auch mitnehmen können. Ist das Magie? Nee, ich glaube, das spricht man Magie aus und das ist jetzt Magie? Nicht das, was Magie? Sie meinen. Magie. Magie. Nee, Magie. Magie. Betonung ist mehr auf dem A, weil es 2 G hat. Also Magie. Magie. Ich glaube, Sie verwechseln gerade Magie. Magie. Und Magie. Also Magie nicht normal. Das ist genau mein Problem, weshalb ich nicht gehen ins White House. Wenn die Secret Service rausfinden, dass ich in Wirklichkeit... Die wer? Wenn die Secret Service... Wer? Secret Service. Also Secret Service. Secret Service. Secret Service. Ja. Secret Service, so sagen wir in Deutschland. Secret Service. Ja. Yeah. Well, the shortcut of the Secret Service is, what's the German? The SS. Or the word. Warum? Deswegen mag niemand ihre Deutschen leider. Wegen dem Secret Service. Sie sind ja jetzt auch schon sehr alt. Und deswegen war auch... Ich bin alt. Naja, wie alt sind Sie denn? 12. Sie sind leider sehr dämlich. Okay, dann aber hätten Sie Donald Trump gewählt? Ich hätte Donald Trump gewählt, wenn ich gewählt hätte, wenn ich Donald Trump gewählt. Ja, und zwar geht es um eines der größten Rätsel der Quantenphysik, wie Sie natürlich wissen, um Schrödingers Katze. Nun die Frage an Sie ist, ist die Katze tot oder lebt sie? Die Katze ist tot, während sie lebt, und wenn sie lebt, ist sie tot. Sie ist tot, aber sie lebt. Lebt sie oder ist sie tot? Sie lebt tot, aber tötet sie lebendig? Wenn ich Urlaub habe, fahre ich in die Ferien. She has like implants with tracking devices. Also sie hat in ihren Brüsten... Ja, sie hat in ihren Brüsten hat sie GPS tracking devices made by Trump. So, wenn dass er immer weiß, wo die Brüste sind. Er weiß immer, wo die Brüste sind. Weil wenn die Brüste abhanden kommen, er fühlt sich nicht gut. So, er weiß genau, meine Brüste sind heute gerade da und dann kann er hingehen. Ja. Da ist ein Telefon in den Brüsten drin. In den Brüsten ist ein Telefon? Hier in der linken Brust ist ein Hearing Device für Lautsprecher. Ja. Und hier ist ein Mikrofon. Und wenn Donald calls, she can make like this and they can telephone. Also sie kann mit ihren Brüsten telefonieren. Ja, das ist richtig. In London soll sich von Zeit zu Zeit ein deutscher sogenannter Moderator mit Lederjacke rumtreiben, der durch Anfassen Objekte beschädigen und oder gar zerstören kann. Sind Sie an dem Fall dran? Ich habe den Fall bereits gelöst. Simon Kretschmer ist die V3, die verlorene Vergeltungswaffe des Dritten Reichs. Eingeschleust und destruktiver als alles, was je auf dem Luftwege von Deutschland nach England geschickt wurde. Ja, wir kommen schon langsam auch zum Ende. Das könnte eine verheerende Explosion zur Folge haben. Es gibt in Deutschland, es gibt Krieg mit Deutschland. Es wird dort Krieg mit Deutschland geben. Mhm. Weil in Deutschland gibt es ein Tier. Es ist ein sehr dreckiges Tier, es stinkt. Es ist Inbegriff von Faulheit und Dummheit, Clumsiness. Mhm. Wie heißt dieses Tier? Es heißt Trampeltier. Ja. Mhm. Und Donald Trump möchte, dass Deutschland umbenennt dieses Tier. Es soll nicht mehr heißen Trampeltier. Mhm. Es soll heißen Meckeltier.
Die Engländer, ne? Dicke Banane? Was? Die Engländer, ne? Ob ich Käse mag? Aber Sie Käse haben. Ich habe Käse da, ja, oben. Haben Sie auch Feta-Käse? Weil Putin hat einmal einen Lachs gefangen. Budi? Putin. Daniel Putinmann. Sie haben ja gerade die Elbphilharmonie angesprochen. Sie haben ja da jetzt ein paar Wochen lang kampiert vor dem Gebäude, wo sich ja einige Leute nicht ganz sicher waren, warum sie da sind. Können Sie vielleicht Näheres dazu erläutern? Haben Sie da an einem Fall gearbeitet? Oder? Ja, es gibt einen englischen Schwerverbrecher mit Namen Phil Harmony. Oh, hier haben Sie ein Stück Feserfilm? Feserfilm? Ich muss Ihnen kurz sagen. Mr. Trump. No. I've not revealed that you're an alien, Mr. Trump. You can trust me. Okay. Why, Mr. Trump? Mr. President, Mr. That was Mr. Trump. Es ging das Gerücht rum, dass Sie am Dschungelcamp teilnehmen würden. Und was ist dann Ihr Luxusgegenstand? Ich denke, nehmen wir mal an, die Pfeife oder die Lupe. Eine Crack-Hure. Jesus, was ist das denn jetzt? Jesus. Mein Name ist Jesus. Okay, also heißen Sie gar nicht Sean. Ah, Jesus. 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 Muchachos, vámonos. Eindeutig Spanisch. Sí. Okay, dann sage ich mal gracias. Andale! Andale! Wie heißt Sie mit Nachnamen? Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Navas. Navas, Jesus, Navas, Jesus. Felicidad. Ich fühle mich leicht sexuell erregt, tatsächlich. Interessant. Darf ich mal sehen? Ist schwer zu finden.